3, 2, 1, los. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Alt Ernie und ich, wir wagen uns wieder in die Maps. Nachdem wir ja ein bisschen Pause hatten in dieser komischen Spinnenhöhle, die wir ja uns auch noch irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, früher oder später, wollen wir uns jetzt erstmal ein bisschen an den Dünen oder in den Dünen vergnügen. So. Also erstens, ich bin für später. Ja. Verstehe ich gar nicht. Zweitens, ich habe gar keine Fahne, auf dass ich mir das schreiben kann. Drittens. Doch, komm, drittens, doch, das erklärt es. Nein, ich will da gar nicht rein. Aber gut, ja, ich begrüße euch natürlich auch herzlichst zu einer weiteren Folge. Doom und ich kriegen auf die Fresse. Wieder eine Level 5 Map, wie er schon gesagt hat, die Dünen. Wir wollen ein wenig ans Meer. Ein Tag am Meer, schöner Titel von den Fanta 4. Ja, so, ich geh mal rein da. Das war toll. Achso, ich wollte gerade sagen, das Tor ging weg und ich kam nicht rein, dachte ich schon. Ja, das wäre es wieder, ne? Das ja, das wäre wieder so ein richtig, das wäre wieder so richtig toller Start gewesen irgendwie. Da kommen auch noch welche. Na dann. Du weißt ja, langsam und vorsichtig und so, ne? Ja. Aber ich glaube, oh, guck mal hier. Also der Ernie, der hat mir hier eine Wahlgemme zur Verfügung gestellt, freundlicherweise, weil ich keine mehr hatte, die auf Feuerschaden. Er trägt jetzt im Übrigen auch auf seinem Rücken ein Werbeschild von mir. Ja. Und also ich sag mal, die kann ich hier jetzt momentan, die war ja Level 1, die kann ich hier echt im Sekundentakt die hochrufen. Zack, schon wieder, Stufe 3. Ja, mein Gott. Man könnte fast meinen, es gibt hier viele Erfahrungspunkte. Ach, Quatsch. Im Leben nicht. So, warte mal, ich werde sie mal. Ne, jetzt muss ich warte ich bis zu den nächsten Monstern, warte ich jetzt. Und dann werde ich sie mal testweise aktivieren. Da. Da. Warte mal bitte ganz kurz, Sekunde. Wenn du kannst, ja. Heißt das. Ich habe hier gerade etwas Falsches aktiviert. Wo ist es denn jetzt? Ach, das war doof. Egal. Ist jetzt nicht zu ändern. Oh, diese ja, blöden Köpfe gehen mir auf den Sack. Ja, die sind irgendwie nervig. Rasender Schmelzer. Ne, Schnetzler. Oh. Ah, wie auch immer. Habe ich schon die Brille auf. Tja, hilft nicht immer. Kenne ich was von. Ja. Man liest ja manchmal auch, was man lesen will. Ja, definitiv. Ey, von hinten hier, du dumme Söch. Geht ja mal gar nicht. Oh, eine Scroll of Wisdom. Yeah. Ja, und dann hier. Die war nur für dich, die konnte ich ja, nicht. Ja, das habe ich mir ja, gedacht. Da hat sich das Spiel gesagt, jetzt gebe ich ihm noch mal ein richtiges Item, ne? So. Aber nett, aber sah nicht so aus. Ich habe mir das anders vorgestellt. Nee, ja, wir sind noch hier am Anfang, ne? Also. Du weißt nicht, was dann auf uns zukommt. Stirbst du mal hier? Also das ist aber so phasenweise kommen wir auch echt gut durch, ne? Ja, also, ja. Also ich sag mal, Schaden austeilen können wir mittlerweile einigermaßen. Bloß einstecken. Das Einstecken ist so das Problem irgendwie. Oh, hier, Bosch. Lässt du den Scheiß mal mich hier anspringen? Bist du läufig oder was? Ja, ich glaube, den haben wir beim letzten Mal. Das ist, glaube ich, derselbe Honk, den wir schon mal gelegt haben. Ja, wo ich den mit der letzten Falle sozusagen weggemacht habe. Und der sich dann hier irgendwie das Schwert aus der Brust zieht und dann hat er nachher plötzlich sein ganzes Leben wieder, ne? Ja, irgendwie war das doof. Aber er ist tot. Das macht er einmal, macht er das. Ja. Einmal. Glaube ich. Ja, aber er ist tot, ne? Leben und dann ist er irgendwann... Tot halt. So wie jetzt. Hat auch nichts wirklich Interessantes fallen lassen, kann man nicht sagen. Nee.
Also haben wir diese Map sozusagen für nichts gemacht. Was denn? Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Er geht bei mir immer so stückchenweise. Okay. So, ich warte stückchenweise mal. Stückchenweise ist doof. Ja, ein bisschen. Oh, kann man glaube ich so sagen. So, seit wir den Boss gelegt haben. Aha. Also hat er dich vielleicht verlangsamt, du weißt es noch nicht. Ja, irgendwie sowas muss das sein. Gibt er ab und zu mal Standbild hier? Mal gucken. Wann er feststellt, dass er keinen Kontakt mehr hat. Ich nehme mal so ein Schlückchen Kaffee derweil. Ja, mach mal ruhig. Das ist total cool. Das ist richtig eingefroren, das Bild jetzt. Okay, das hört sich aber nicht gut an. Nee, ich kann auch irgendwie nichts mehr machen. Aber du bewegst dich jetzt bei mir, ne? Also bei mir bewegst du dich. Echt? Ja. Also du bewegst dich bei mir hin und her. Und ich umkreise ja, genau, dich sozusagen. Ja, das mache ich hier auch irgendwie. So, also die Befehle gebe ich ihm. Warte mal, ich mach mal... Alt-Tab einfach mal probieren. Genau. Ich glaube, du brauchst doch eine neue Grafikkarte. Ja, obwohl ich da eigentlich... Weiß ich, ich kann das nicht sagen, ob das wirklich die Grafik ist. Ja, aber was soll es sonst sein? Deine Leitung ist schnell genug? Ja, die Leitung ist auf alle Fälle schnell genug. Weil unter normal, es könnte an der Grafikkarte liegen, also unter Normalbedingungen habe ich eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Also nur wenn das alles zusammenkommt, dann ist ja. Das ein bisschen heikel, so wie jetzt. Also ich sag mal, zocken, aufnehmen und dann noch Kommunikation. Und ja. Dann ist das irgendwie wohl gefühlt, wobei ich nicht weiß, was die Kommunikation jetzt unbedingt mit der Grafikkarte zu tun hätte. Ne? Ja, das nicht, ist dann nicht so ganz Frage. Viel eigentlich. Ne? Ja. Das ist jetzt so einfach mal so... So, ich... Oh, warte, jetzt habe ich wieder. Aha. So, jetzt holt er das irgendwie alles nach, genau. Das ist ja geil. Ach ihr Lieben, und wir strecken die Folge übrigens nicht. Nicht, dass ihr das denkt oder so. Ne? Das, So, jetzt macht er gerade die ganzen Bewegungen, holt er jetzt gerade nach. Ja, das ist ja schön. Die ganze hat er gespeichert, so. Du kannst dir das also jetzt also in Ruhe angucken. Ja, was ich die ganze Zeit gemacht habe hier. So, jetzt ist er wieder im Normalzustand, jetzt können wir weiter. Ja, siehst du wohl, manchmal ist das halt einfach so, dass man auch mal warten muss, können muss, ne? Man muss ja auch mal ganz ruhig bleiben. Ja, guck mal, normal wäre das jetzt die Graka gewesen, hätte ich jetzt eigentlich eher einen Absturz erwartet. Ja, so, aber, zack und weg, ne? Also ja, ist manchmal, was soll's sein? Das ist die Frage. Ja, das ganze System. Aber meinst du, dass du doch mal neu installieren musst, eventuell? Ja. Ja. Ungern. Das klang jetzt echt nach Freude, ne? Nee, aber ich glaube schon so. Das ist, ich hatte ja auch eine Zeit, hatte ich ja immer den Speicherfehler, ne? Der dann aber ja. Auch dann Ewigkeiten nicht mehr aufgetaucht ist. Boah, das Spiel meint das aber gut mit dir heute. Du hast hier lauter Scrolls. Ich kann dir sagen, ich kann mich kaum halten vor Freude. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr ich mich freue. Ah, ich will aber noch mal was sehen. Er hat ja ein Update gemacht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich mag kurz. Autsch, wer war das? Wer hat mir da einen reingewummert? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Friendly Fire und so, ne? Außerdem werde ich die Stelle nachher rausschneiden. Was ist da denn? Da unten ist irgendwie was los. Der Kryptareißer, wenn man schon Kryptareißer hat. Und der hat mir auch irgendwie Mana weggenommen. Die Sau. Wer ist das da jetzt? So. Achso, was wollte ich machen? Ich wollte mal kurz ins Menü gucken. Optionen. Ich prügele mich so lange weiter. Ja, nee, das hat er auch. Zielbildrate hat er auch nicht verändert. Ich könnte die noch weiter runterstellen. Das will ich aber auch nicht. Was ist denn deine Zielbildrate? Ich habe die gar nicht 30, eingestellt. 30 habe ich jetzt runtergestellt auf 30. Oh. Aber nicht so viel irgendwie, ne? Bunte Kreise. Das sind meine bunten 30. Kreise. Nur, dass also, ich weiß. 30 reicht ja in der Regel aus oder so. Mein Renderprogramm, das habe ich auch auf 30 eingestellt. Also von daher wird er das eh immer runter düsen. So. Aber mit 60 habe ich ja eine Zeit immer aufgenommen. Da habe ich gedacht, na, vielleicht liegt es auch einfach. Ja, aber ich nehme immer mit 60 auf. Irgendwas da gefallen. Klang zumindest so. So,
Ein Platterschrott. Was bitte schön? Panzerhandschuhe. Was bitte schön ist da gefallen, dass ihn so gefreut. Ach, hier die Map. Die Karte, genau. Wunder mich gerade schon. Hörst du mal auf? Hörst du mal auf? Schleifstein. Was waren da noch? Hab ich gar nicht mitgekriegt. So, hier ist eine, ne? Ja, ich hab das wohl wahrgenommen. Ich identifiziere die mal eben. Oh. So, ich mach mal auf, ne? Tu dir keinen Zwang an. Fallen liegen. Hm. Oh, ein Meißel. Den überlasse ich mal dem Mapmaster. Nehme ich gerne. Kann man immer haben. So, und hat ja ein bisschen was gebracht, als wir das letzte Mal gezockt haben. Auch ja, wenn, ein bisschen. Also allein ja. Die Axt, die ich gefunden habe, war es alle Male wert. Ne? Also ja, genau. Also wir haben ein bisschen heimlich gespielt, so. Oh, jetzt aber. Da sind wir dann die Maps Level 90 gegangen. Haben wir uns gesagt, das wollen wir euch so nicht angucken lassen. Das hauen wir dann so in 10 Jahren raus, die Videos dazu. Was? Wir wollen ja auch nicht angeben. Angeben ist doof. Ja. Also wir legen unsere richtige Rüstung, legen wir auch immer ab, bevor wir spielen. Also hier, bevor wir aufnehmen. Natürlich. Ui, was damit ist das einfach ein bisschen... Ui, ein Zepter, ein Unique oder ein Legion Zepter gefunden. So. Stand doch was rum, ich hab das doch gesehen. Hat der echt ein Geweih auf dem Kopf, der Typ? Ja. Warum macht nicht, man sowas? In den Dünen? Also in irgendeinem Urwald würde ich ja vielleicht noch sagen, alles klar, aber in den Dünen... Macht für mich irgendwie wenig bis keinen Sinn. Hm. Ist ja nicht hässlich, der Effekt, ne? Mit dem Feuerball da, aber... Ja. Habe ich mir noch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß auch noch nicht, was der für Schaden macht. Na gut, der macht auch noch nicht so viel Schaden. Jetzt kann er noch nicht so viel Schaden machen. Ne? Ich habe dir den, glaube ich, auf Level 1 gegeben oder so. Ja, aber der, ich, wie gesagt, im Sekundentakt, ne? Mittlerweile macht der ja hier 772 Blitzschaden. 700 Feuerschaden und ja. 675 Blitz. So, und ich muss direkt mal gucken, welchen Level der hat. Wo habe ich den überhaupt hingetan? Das weiß ich nicht. Ja, Stufe 9 ist der auch schon. Aber du arbeitest mit Zepter, ne? Ja, wobei er da nicht drin ist, muss ich dazu sagen. Nein, ich frage nur, weil ich einen Unique Zepter gefunden habe. Kommt drauf an, was der kann. Ich lese dir vor. Also, Physical Damage ist, glaube ich, mal relativ latte, aber 29 bis 44. 22% Increased Elemental Damage. Socketed Gems are supported by Level 1 Hyperthermia, was immer das ist. Socketed Gems are supported by Level 1 Ice Bite. Socketed Gems are supported by Level 1 Cold Penetration. Socketed die Gems. Ding habe ich. Hast du? Das habe ich auch schon liegen oder so. Aber ich habe hier meinen Zauberstab hier, der macht 41% verstärkter Zauberschaden. Ja. Dann nochmal 32% verstärkter Zauberschaden. Dann nochmal 6% verstärkter Feuerschaden. Ja, gut, okay. Ja, dann passt der auf dein Bild einfach besser. Weil sonst ist der gar nicht so scheiße. Ne, der ist an sich gar nicht so schlecht. Also wenn du den, also da kriegst du die ganzen, also wenn ich das richtig weiß, du kannst den, also wenn du den beim Händler reinpackst, ja, kriegst du die ganzen Gems irgendwie. Das ist der Stab ist ein Händlerrezept. Ach so. Wobei war die Frage, was man mit den Sockeln dann will, mit den Gems dann, Gemmen dann will. Ne? Ja, aber dann behalte ich das Ding doch gleich. Ja. Weil dann kann ich da meine Gems reinpacken und sie werden zusätzlich davon supported. Also das ist ja irgendwie relativ wobei sinnlos. Den habe ich relativ früh gefunden. Ich war auch total begeistert von dem Ding. Ist ja auch gut, wenn er passt. Ja. Ja, und dann hatte ich mir mal angeguckt so und dann also waren da viele Sachen, wo ich dann dachte, oh, das brauchst du eigentlich gar nicht. Weil das ist ja mal so eine Sache mit den Unterstützten und Stufe 1 ist ja auch nicht so der Reißer letztendlich. Ne? Das ist ja... Im Endeffekt nicht, aber... Du kriegst ja eben halt im Prinzip eine Fähigkeit umsonst. Oder einen Support. Ja, das stimmt. Ja, aber was gut ist, ist nachher, wenn das
Also wenn man keinen Nachteil dadurch hat, ne? Ja. An irgendeiner Stelle so. Und was auch gar nicht so schlecht ist, weil manche haben ja von denen, denn wir haben sie ja bei Stufe 10. Ja. Hat der ja auch, bei irgendwas hat er ja Stufe 10. Und dann finde ich, ist das gar nicht schlecht. Ja. Ja, wie gesagt, meine Schuhe haben ja auch meine, unterstützen ja auch meine Fallen, ne? Also das ist ja schon... genau. So. Ja, wenn ich das richtig sehe. Sind wir durch hier. Würde ich mal fast behaupten. Ohne einen Tod. Ja, ja. Wahnsinn. Unfassbar. Das Üben hat was gebracht. Genau. Ja, ja, da ist, glaube ich, nichts mehr, wa? Nö, nö, nö. Oh, da ist das Portal ja schnell aufgemacht. Ja, rucki zucki. Ja, ja, zack, zack und so, ne? Ja, ihr Lieben. Ich bin begeistert. Ohne Tod halt, ne? Also Hut ab und so. Ne? Lief rund. Lief ja, 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 eindeutig. Rund heute. Also, beim letzten Mal sind wir da noch krepiert in der Karte, nicht nur einmal. Das stimmt, das ist wohl ich wahr. Weiß, da genau, mit dem letzten Tor habe ich dann noch die eine Falle geworfen und dann war er tot. Ja, genau, dann war aus, genau. Ja, ja, so war das, ich war der Held des Abends. Also, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wir werden mal gucken, was, wo wir als nächstes reinmarschieren. Bleibt spannend. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bedanke mich für euer Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao. Ciao. It was there, in the void between worlds, where the seeds of creation swirled before my eyes. It was there that I truly awoke. And potential, verdant canopies that shroud the world in darkness, colossal caverns, vast and silent, fields of dancing flames that never rest, mountain peaks perched on a meadow of clouds. Itself, mine to bend, break, and reshape. My crowning achievement, my Atlas of Worlds.